Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um das Hebelgesetz. Ich habe hier den 3D-Drucker bemüht. Habe ich natürlich nicht selber designt, gibt es fertig im Internet. Ich mache den Link unten in die Beschreibung rein. Es ist ja etwas, was an eine Balkenwalke erinnert. So ganz exakt austariert ist er nicht. Aber für das, was ich hier vorhabe, reicht es dicke. Ich habe hier, wie gesagt, einen Balken und hier sind Aufhängemöglichkeiten. Die sind jeweils 1 Zentimeter auseinander. Das ist hier auch beschriftet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppla. Und jetzt kann ich hier die Gewichte nutzen und zum Beispiel hier ein Gewicht dranhängen. Hoppla. So, und schon sieht man, ist diese schöne Waage nicht mehr im Gleichgewicht. Und wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, das andere Gewicht auf der anderen Seite hier hinzuhängen, passiert nichts. Sondern ich muss es tatsächlich auch hier außen hinhängen, damit ich wieder Gleichgewicht habe. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, es doch woanders hinzuhängen. Zum Beispiel würde ich es gerne hier hinhängen. Und das Ganze funktioniert nicht. Hoppla. So. Weil hier habe ich ein Ungleichgewicht. Aber in dem Moment, wo ich hier hoppla, ein zweites Gewicht dranhänge und das hier wieder zurückhänge, habe ich wieder mein Gleichgewicht. Also kann ich schon mal festhalten, dass ich hier 1, 2, 3, 10 mal ein Gewicht oder 5 mal 2 Gewichte. Das scheint eine Regel zu sein, dass das eine, also man sagt dazu Lastarm mal Last, muss gleich Lastarm mal Last auf der anderen Seite sein. Probieren wir das Ganze mal aus. Und zwar hänge ich den jetzt bei der 9 hin, vor ein Ungleichgewicht. So, einmal 9 ist 9 und 3 mal 3 ist ja auch 9. Also nehme ich 3 Gewichte und hänge die bei der 3 hin. Und siehe da, es funktioniert. Also, scheint entsprechend zu stimmen. Wichtig ist aber noch eine Bemerkung. Bei dieser Regel Last mal Lastarm muss man ein paar Dinge beachten. Das erste ist, man rechnet nicht mit Gewichten, sondern mit Kraft. Und Kraft wird normalerweise in Newton angegeben. Und der Lastarm wird normalerweise in Metern gerechnet. Dann erhalte ich, und drittens auch noch sehr wichtig, die Kraft muss senkrecht auf dem Lastarm stehen. Das heißt, wenn das hier waagrecht ist und ich gucke mir das an, jetzt ist alles in Ordnung. Die Last ist senkrecht auf dem Lastarm. Wenn ich das Ganze aber so schräg halte, dann stimmt das nicht mehr. Deswegen wichtig zu beachten. Hier ist natürlich nicht nur Hebelgesetz. Hebelgesetz ist ja auch die goldene Regel der Mechanik. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel mich bewege, gut, bewegt sich hier genauso viel. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich das nochmal hier dranhänge, hier habe ich eine größere Kraft, hier eine kleinere Kraft. Hier ist der Weg kürzer, wenn ich hier dran ziehe, hier ist der Weg entsprechend länger.
Wenn man sich das jetzt als Kreis vorstellt, wäre der Kreis hier kleiner und der Kreis größer. Das heißt hier großer Umfang, kleiner Umfang. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei den Zahnrädern. Das ist im Prinzip auch das Hebelgesetz bzw. die goldene Regel der Mechanik. Schauen wir uns die goldene Regel der Mechanik nochmal an diesem Beispiel an. Das sind Zahnräder. Das hier ist angetrieben. Und damit man es besser erkennen kann, hat jedes Zahnrad nochmal so einen Pfeil. Was jetzt passiert ist, man kann sich das leicht vorstellen. Hier ist die Kraft, die von einem Zahnrad auf das andere übertragen wird. Die ist ja für beide Zahnräder die gleiche. Aber der Weg zum Drehpunkt jeweils, der ist hier für dieses Zahnrad sehr kurz und für dieses Zahnrad sehr lang. Das heißt, ich habe hier praktisch ein großes Drehmoment, hier ein kleines Drehmoment. Das heißt, das ist wie beim Hebel. Wenn ich hier jeweils an das kleine und das große hier das gleiche Gewicht hängen würde, hier ist mein Lastarm kurz, hier ist mein Lastarm lang. Das bedeutet, dass ich hier viel kräftiger drehen muss und hier nicht so kräftig drehen muss. Und damit habe ich hier im Prinzip die Übersetzung. Das heißt, ich habe hier brauche ich eine relativ kleine Kraft, um das zu drehen. Hab aber dafür, muss ich viele Umdrehungen machen, bis ich das hier mal gedreht hat. Dafür brauche ich hier oder habe hier auf der Achse eine größere Kraft. Das heißt, wenn ich das antreiben würde, bräuchte ich eine größere Kraft als bei dem hier. Dafür dreht sich das langsamer. Das heißt, ich habe hier den größeren Lastarm. Das heißt, ich brauche spare hier Weg, habe aber dafür eine große Kraft. Hier habe ich eine kleinere Kraft, muss aber dafür öfters drehen, also habe da einen größeren Weg. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Ne? Und so sieht das Ganze dann aus. Man sieht halt sehr schön, wie sich das relativ häufig dreht. Und hier oben, das sich im Vergleich dazu sehr langsam dreht. Dafür, wie gesagt, hier geringe Kraft. Hier, das hier dreht mit einer großen Kraft. Und wenn ich jetzt den Spieß umdrehen möchte, habe ich im Prinzip eigentlich gar keine Chance. Das ist leider relativ schwergängig und ich kann hier mit dem Großen das Kleine gar nicht drehen. Aber das Kleine kann wunderbar hier das Große drehen. Ja, das ist halt Holz auf Holz, ist halt eine große Reibung. Aber wie gesagt, das ist mal ein ganz schönes Beispiel für ja, das Hebelgesetz bzw. die goldene Regel der Mechanik. Anhand von Zahnrädern. Die goldene Regel der Mechanik wurde bereits von Galileo Galilei formuliert. Sie lautet, was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen. Dies ist für einfache Beispiele der Mechanik der Energieerhaltungssatz. Energieerhaltungssatz bedeutet, dass die Arbeit W, die Arbeit ist ja die Änderung der Energie, gleich bleiben muss. Das heißt, das Produkt aus Kraft und Weg, also Kraft mal Weg, muss entsprechend immer gleich bleiben. Und dann gilt natürlich, wenn die Kraft kleiner wird, muss entsprechend es größer werden, damit die Arbeit gleich bleibt. Achtung, Stolperfalle! Die Arbeit W ist immer Kraft entlang eines Weges. Jetzt ist aber bei dem Hebelgesetz
R1 der Lastarm und F1 die Last, die stehen senkrecht aufeinander. Da ist immer ein rechter Winkel zwischen den beiden. Das ist anders. Da bitte drauf achten. Ansonsten ist es auch F1 mal R1. Und das Ganze hat übrigens auch einen Namen. Das ist das sogenannte Drehmoment. Und F1 mal R1 ist das Drehmoment auf der linken Seite. Und das muss gleich sein von R2 mal F2. Das ist das Drehmoment auf der rechten Seite. Hier ist nochmal ein schönes, eindrückliches Beispiel. Hier habe ich eine 100 Kilogramm Kugel, die, sagen wir, eine Einheit entfernt ist vom Drehpunkt, und dafür brauche ich eine 5 Kilogramm Kugel, die 20 Einheiten vom Drehpunkt entfernt ist, um die entsprechend ins Gleichgewicht zu bringen. Beispiele für Hebel gibt's viele. Das hier ist, glaube ich, so der Klassiker, die Wippe am Spielplatz oder was weiß ich, zu Weihnachten der Nussknacker oder die Schere oder. Richtig interessant ist aber dieses Beispiel, weil normalerweise oder meistens habe ich ja Hebel, um Kraft zu sparen und muss natürlich entsprechend Weg zulegen. Hier möchte ich genau das andersherum haben. Hier möchte ich nämlich Weg sparen und muss dafür mehr Kraft aufwenden. Der Vorteil davon ist nämlich, dass das andere Ende des Paddels, das legt ja dafür dann, zwar mit weniger Kraft, aber einen größeren Weg zurück und diesen größeren Weg vor allen Dingen auch schneller zurück. Und dadurch ist es mir möglich, mich schneller durchs Wasser zu bewegen.